Bidi, guten Abend. Ah, so. Jetzt geht's hier full dark weiter. Hi. Genau, also es ist ganz dunkel bei mir, denn ich bin wieder mal spät dran, hast du recht, Tür, aber eher was fürs VOD, ne? Aber ich will dann wieder etwas weitermachen. Nee, Lampe ist nicht kaputt, aber Fenster ist noch offen, damit es abkühlt hier. Und wenn die Lampe an ist und das Fenster offen, dann ist hier alles voller Mücken. Deswegen muss es noch ein bisschen warten mit der Lampe. Ich habe gerade was getrunken, konnte man wahrscheinlich nicht sehen. Guck mal hier. Mein Grafiktreiber hat sich aktualisiert. Wegen Spielen wie diesem hier. Jagged Alliance 3. Oder auch Portal mit irgendwelchen geilen Grafikeffekten. Ah, okay. Dann geht's ja ein bisschen noch. Okay, ja, wir starten gleich mal rein, würde ich sagen. Guck noch mal, ob ich was höre. Oder ob ihr was hört. Ja, sieht gut aus. Sollte klappen. Aber dass die Lampe immer noch, also die Kamera immer noch ein bisschen. Ach so, das ist die Reflexion vom Bildschirm. Wenn es dunkler ist, bin ich auch dunkler. Daran liegt's. Aber früher waren die trotzdem deutlich schlechter, die Kameras. Da haben die im Dunkeln gar nichts mehr eingefangen. So, also, wir haben es ja geschafft, nach Estony zu kommen. Am Sonntag war das, glaube ich. Und mir war gar nicht bewusst, dass Tixa schon auf der Karte ist. Das Gefängnis, von dem wurde ja erst, glaube ich, geredet in einem. Ich glaube, hier, als ich in Grum war. Da geht jetzt die Loyalität ganz schön hoch. War schon bei 64%. Ich glaube, ich habe das im Logbuch. Genau. Nee, in Estony. Etwas über das Gefängnis in Tixa erfahren. Okay. Ist Tixa schon auf der Karte? Okay. Ja. Ja, ich war ja noch am Reparieren und am Heilen. Und wir haben den Mad Dog hinzubekommen, den komischen Vogel. Und der Plan war jetzt eigentlich erstmal weiter den Weg freizuräumen Richtung San Mona. Und vielleicht auch endlich hier mal Larry und Gumpy mal mitzunehmen. Die habe ich ja viel zu früh gekauft, wie sich herausstellte. Die liegen mir jetzt hier auf meinem täglichen Einkommen. Und ich muss natürlich da jeden Tag bezahlen. Aber mein Kontostand sieht schon wieder ganz gut aus. Ich könnte Trevor nochmal 2 Wochen anbieten, bevor die Erfahrungswerte wieder hochgehen. Fox und Grizzly sind schon auf 6. Machen wir. Sind wir immer noch bei 15.000, wenn ich da. Das ist fair, Sportsfreund. Und du warst immer ehrlich zu mir. Bin dabei. Genau. So. Okay. Gut, dann. Ja, die Mine produziert jetzt hier ganz gut. Schon in Gramm. 20.000 täglich. Dafür ist die Chitina-Mine fast erschöpft, wie ihr hier sehen könnt. Produziert kaum noch was.
Das passiert halt mit allen Minen dann Stück für Stück. Da wird dann die Chichina-Mine auch bald aufgegeben sein. Genau. Mal gucken. Ich hoffe, die anderen halten noch lange. Gegner sind gerade keine zu sehen. Von daher würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter hier mit dem Reparieren. Die haben ja alle Aufgaben. Und stopp. Eine neue E-Mail. Ah, Bobby Race. Na endlich. Dies ist einer von unserem Ver von unserer Verwandts oh, Verwand ich krieg's nicht raus. Versandsystemsoftware generierte E-Mail, die Ihnen zum voraussichtlichen Lieferzeitpunkt Ihrer Bestellung automatisch versendet wird. Ihre Bestellung wurde ohne Verzögerung ausgeliefert und sollte nun im Warenversand und Annahmeteil des Flughafens von Drassen für Sie bereitliegen. Vielen Dank, dass wir Sie zu unserem Kundenkreis zählen dürfen. Sehr freundlich. Danke, liebe automatische Versandmitteilung. Was trainiert denn Campi noch? Na, ist egal, weil der Stand wird eh behalten. Von daher können wir ruhig die beiden gleich gucken lassen. Nach der Lieferung müsste irgendwie. Ich glaube, Kraft hat er trainiert. Wenn ich jetzt ich glaub, im Betrieb sogar, ne? In dem Airport, genau, da könnte man Kraft trainieren. Und der Stand ist gleich, genau. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das jetzt bei Jagged Alliance 3 ist. Ob man das irgendwie sieht, wie der Übungsstand ist und sowas. Das ist ja alles hier im Nachhinein dazugekommen durch das Modding, dass man das sieht. Früher konnte man immer nur sehen, dass sie trainieren und irgendwann haben sie dann einen Punkt dazu bekommen. Aber man wusste nicht, wenn man das abbricht, hat man dann den Stand bis dahin verloren oder geht es irgendwie weiter oder ja, wann sind die soweit? Genau. Genau, das kann man jetzt aber alles schön sehen. Also. Ja. Du schon wieder. Ja, ich. Ja, ist ganz nett, mit dir zu plaudern. Aber ich habe viele Freunde. Wovon ich wirklich nie genug kriege, ist Geld zum Ausgeben. Du bist so sympathisch. Ja? Ja, verstanden. So. Zweimal Werkzeug, Aruk. Tag 3, Tackholster, MP-Holster, Blackhawk, Kampftasche, Mac-Tasche. Du meinst Teil 3? Sich dran gewöhnen? Hast du dich bei mir noch nicht dran gewöhnt? Mit Teil 2? Ich gehe mal eben gucken, ob die Bestellung noch einsehbar ist. Leider nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob die vollständig ist. Ich hoffe, dass mir der Typ nichts geklaut hat. Ich glaube, ich habe ihn schon mal verprügelt, oder? Ja, das ist so, ja. Man vergisst Ja. da leicht was. Das stimmt. Ja. Ja. Okay, das müsste ich ja auch alles in der taktischen Übersicht jetzt sehen. Sehe ich auch. Und dann können wir gleich mal. Ach Gott, der hat eine Jägerweste. Die schlechteste Weste, die man haben kann. Hat Gumpy. Okay. Was hat denn Larry für eine Weste? Larry hat überhaupt keine Weste. Naja, besser geht noch besser als eine Jägerweste. Gar keine Weste.
Ja, aber dafür hat er ein Holster für seine Pistole. Das hat ja Gumpy nicht. Der hat nur Taschen, wo diese Schnelllader für die Revolver nicht reinpassen. Aber zum Glück, genau, zum Glück haben wir hier gleich was zum Tauschen, womit wir die beiden ganz gut ausrüsten können. Ach, das passt wohl nicht zu dem Rucksack, die Kampftasche. Hier nochmal gucken, ob der ist auch nicht kompatibel mit dem Rucksack, so wie es ausschaut. Ja, dann lieber diese Kampftasche als diese. Auch gut zu. Ah, die sind dazu drei, vier kleine. Die hat nur zwei kleine. Ja, okay. Das müsste ja noch Gumpy bekommen. Ja noch in seine Black Hawk unter. Da. Ja, machen wir das irgendwie so. Okay. Gut. Schutzwesten haben die. Die sind beide schon beschädigt. Nice. Gut, aber sie sind endlich bereit. Und ja, ich werde mal wieder bei Umerta vorbeischauen. Mal gucken, ob Miguel und Dimitri irgendwas zu sagen haben. Meine Partner hier in der Rebellion von Arulco. Und die anderen sollen mal weiterarbeiten. Um 10 schaue ich bei Toni vorbei. Stopp. Genau, Pablo. Einmal ein Besuch bei Toni. Ja. Zeig mir, woran du Interesse hast. Was ist das denn nicht das? Maschinengewehr. Ein echtes Maschinengewehr oder was? Ja, spanisches Maschinengewehr. Sieht aus wie ein geschrumpftes MG3, besitzt jedoch einen anderen Mechanismus. Was lädt denn die? Ach. Gewehrkugeln. Ja, hat beim ersten einen Strich und dann nur 32 hinten. Kann also nur Autofeuer. Das ist da ja Ork. Eine A3. Irgendwie ein anderes Format. Die neueste Version des berühmten Steyr Ork besitzt Picatinny Schienen anstelle eines festen Visiers und Handgriff. Okay. Aber darüber könnte man nachdenken, ob man das nimmt. Maschinengewehr, glaube ich, ist Quatsch. Der auch kaum Reichweite. Ja. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend.
Genau. Picatinny-Schienen heißen die Dinger. Doch drei Slots oben. Glaube ich, mehr als die anderen Waffen, oder? Die haben doch auch drei. Naja, gut. Ja, was es hier alles für Waffen gibt, ist unfassbar vielseitig. Wenn die Granate kaufe ich noch, dann kann ich da noch eine drauflegen. Ansonsten von dem ganzen Kram habe ich irgendwie von jeder Ausführung was. Ach nee, von diesen Schalldämpfern habe ich noch nichts. Das wäre noch ein anderer Schalldämpfer. Kann ja erstmal auch übergangsweise auch was auf meiner Schalldämpfer draufschreiben, schreiben, sage ich schon. Wo sind die? Vielleicht der kompakte Schalldämpfer aufgrund seines Designs eine unkomplizierte Anbringung an den meisten Pistolen und MPs. Bitte verwenden Sie spezielle Unterschallmunition. Hä? Okay. Steht auch da. Großer Schalldämpfer kann an MPs und Sturmgewehre angebracht werden. Ah, okay, das ist ein kleiner für Pistolen quasi. Ja, nehmen wir noch einen kleinen. So. Vielleicht nächstes Mal. Ja, wir müssen noch Transaktionen. Sorry. Zeig mir, woran du Interesse hast. Muss ich schon noch drücken. Yes. Transaktion. Ja. So, den kann ich da. Oh. Lass mal Ja, sehen, sogar was drei wir hier Stapel. haben. Das hat einigen Wert. Und den Ich schraube ich zahle einen fairen Preis. direkt auf die Pistole. Genau. Können natürlich gegen seine Waffe tauschen, damit er mal eine vernünftige hat. Aber Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. andererseits ist es auch Unfug. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Bessere Das Idee. hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Kriege ich noch mehr unter. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Noch mehr Das Taschenplatz. hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Okay. Passt das Talon Das hat etwa an seine einigen Waffe Wert. ran? Ich zahle einen fairen Preis. Dachte schon. Ist Quatsch. Und die Munition hat er auch nicht, von daher. Sehr gut. Danke dir. Danke dir. Ich komme bald wieder. So. Du darfst weiter trainieren. Und zwar Treffsicherheit trainiert er, glaube ich. Und die beiden anderen sind auf dem Weg, genau. Die drei, ja, beiden. Wir haben Besuch. Daedronas Männer sind im Anmarsch. Und jetzt kommt die Action. Mal wieder in Estini, heute am Tag. Ja, wir machen mal gleich schnell. Ja, so viel zu schnell. Es ist eine gefährliche Gegend Schnell hier. bin ich nicht. Das war knapp. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Achso, jetzt hat er nur Chris die Unterbrechung. Das heißt, wir können damit erstmal nichts anfangen. Also wir können jetzt erstmal noch nicht keine Umstellung machen. Nehmen wir das Scharfschützengewehr auf die Brust und sehen gleich eine ganze Menge andere. Da sind auch zwei Elite-Söldner dabei.
kamen jetzt hier rein? Das sind 10. Okay. Hier. So, jetzt aber. Shift N. Hat vielleicht geklappt. Shift B. Hat definitiv geklappt. So, Chris sieht den noch, auf den er geschossen hat. Oh. Das ist auch lustig, wenn man ihn nicht trifft und dann den dahinter erwischt. Das ist immer gut. Bin bereit. So, ich glaube, auf Fox hat jemand von unten geschossen. Dann werden wir gleich mal in die Richtung hier gucken. Fox sieht da erstmal leider niemanden. Ihn auch runter und... Ja. Wollte schon sagen. Schlaf schön. Wir versuchen es mal und es klappt dann auch direkt. Ja. Mal. Ja. In Decke und gehen und zielen. So wie bisher. Man muss übernimmt wieder die Rückseite. Ja. Ist nur ablegen. Ist alles. Ist er jetzt wieder aufgestanden? Mal wieder diese Uhr. Na komm. Geh weg. Husch, husch. Danke. Einfach nur AP verbraucht. Hinhocken, wieder aufstehen. Ja. Yep. Ja. So. Schiff. May they come. Mist. Man sieht jetzt verdammt gut. Wenn wir gleich mal auf die sehr guten Elite-Söldner versuchen, Schüsse abzugeben. Wer ist noch verfügbar? Niemand. Nur Ira. Verdammter Mist. Ja. Trevor. Hast den erwischt. Ja. Und Grizzly. Was hat er davon? Verdammter Mist. Shit. Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Oh, sind doch eine ganze Menge, ne? Ja. Scheinen aber alle hier zu sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 8. Fehlt nur noch einer von allen, die im Sektor sind. Alle anderen sehe ich. Beziehungsweise, wer sieht sie denn überhaupt? Ja. Yep.
Ara zum Beispiel sieht 6. Schön. Bin bereit? Ja. Hier. Chris sieht 8, ist klar. Suchen gleich den anderen. Elite-Söldner auch noch zu erwischen. Sieht gut aus. So, die werden jetzt beide erstmal angeschlagen. Die Elite-Typen. Ich würde sagen, die sind wahrscheinlich alle hier unten. Er sieht nicht besser. Yep. Er hat ein Zielfernrohr drauf. Dann ziel doch mal hier hin. Geht das nicht? Geht nicht wirklich, aber sofern hier jemand reinkommt in diesen Sichtbereich, kriegt Mad Dog auch eine Unterbrechung. Zielfernrohre kann man eigentlich nicht genug haben, muss man sagen. Wer hat denn noch eins? Bin bereit. Ich glaube. Genau. Die gute Fox hat auch noch eins. Ja, aber auch dort ist die Sichtweite eingeschränkt. Aber sie ist jetzt bereit. Genau, da ist nichts drauf auf dem Gewehr. Da ist kein Zielfernrohr tatsächlich drauf. Und hier. Jetzt haben wir. Ja. Ah. Ja, da ist auch keins drauf. Ist integriert. Es könnte sein, dass es integriert ist. Weil hier nämlich kein Slot ist. In der Mitte. Zählen mal. Sieht nicht danach aus. Ne, auch kein Ziel von Rohr integriert. Okay, von daher ist es wahrscheinlich wurscht. Okay, dann sind aber erstmal alle bereit. Soweit. Ich speichere. Bin bereit. Und da gibt es eine Unterbrechung für Fox. Der ist noch gesund. Jetzt nicht mehr. Für Mad Dog. Ob der was trifft. Verdammt. Verdammt. Ja. Ja. Er hat's versucht. Da haben wir uns immerhin redlich bemüht. Aber jemand wie Trevor mit 90 Treffsicherheit trifft auch nicht. Gucken, ob wir jetzt nochmal 9 sehen werden. Leider nicht. 9 hat sich nicht gezeigt. Schön. Das ist das Mad Dog zu machen zu lassen. Gut. Hat's weh getan, Rattenarsch? geil. Geiler Typ. Ja. Hat er gleich ein kleines Erfolgserlebnis? Ja. So. Bin bereit. Fox. Wir nehmen den hier, der ist näher dran.
Sehr gut. Yep. Ira sieht noch mehr. Gucken wir noch. Ist halt alles am Flackern dort, weil das eigentlich zu weit weg ist. Mal gucken, ob sie den abschießen kann. Nicht ab, aber an. Hier. Die anderen müssen dann tatsächlich noch näher kommen. So, die sind noch unverletzt. Nehmen wir uns einen davon vor. Der ging durch. Konnte dafür in dieser Runde noch nachladen. So, nochmal. Achso, und danke für den Rucksack, ne? Sehe ich gerade. Aber habe ich ja dran gedacht, Tyrael. Genau, und mir fehlt ein Gegner. Hier sind 8. Ich sehe aber nur 7. Ein Gegner fehlt. Ich hoffe, der kommt nicht irgendwie außen rum und überrascht mich irgendwie von hinten oder so. Nicht wahrscheinlich, aber natürlich möglich. Bin bereit? Nee, Fox, für Fox lohnt sich die Unterbrechung nicht. Bin bereit? Bin bereit? Kommt jetzt immer wieder, weil Fox gut darin ist zu unterbrechen. Bin bereit? Genau. Okay. Jetzt können wir aber. Das ist doch. Die geben doch ein gutes Ziel ab, wenn die direkt noch kuscheln. Ja. Ja. Yep. Ja. Jetzt alle nichts mehr. Yep. Jetzt nur Ira. Hier. Fox und Chris. Ah, der ist auch stark. Den nehmen wir. Oh, keine Muni mehr. Ja, jetzt müsst ihr richtig nachladen. Yep. Schlecht, schlecht. Der ist halt noch stark. Wir suchen es jetzt trotzdem mal mit dem, auch wenn er... Ja, gut. Sehr gut, Ira. Dann ist er jetzt auch kritisch. Okay, jetzt sind die alle ordentlich angezeckt, außer der eine, den wir noch nicht gesehen haben. Von hier unten kam, glaube ich, am Anfang ein Schuss. Also nehme ich an, hier unten wird doch noch einer sein. Verhalten sich nicht gerade sinnvoll. Da sind die Verbrecher. Und tatsächlich ist es passiert. Krass. Der hat sich tatsächlich rumgeschlichen. Okay, ich habe eine Unterbrechung für Chris und Dimitri. Gut. Dass ich die bekommen habe. Okay. Wenn die irgendwie nicht aus dem Holz nehmen, die Warjack, das ein Bug. Aber egal, wir machen einen Autofeuerschuss auf den Typen. Voll gezielt. Okay. Gut. Decent, würde ich sagen. Okay. Ja. Ja, so viel Strategie hätte ich denen gar nicht zugetraut, aber... Ja. Yep. Darf sie nicht unterschätzen. Die Bösen. Okay,
dann nehmen wir uns den Elite. Das gefällt mir. Das gefällt auch mir. Bin bereit. Nimmst du den anderen? Ja. Die AP lassen wir übrig, falls sie näher kommen. Chris sieht jetzt nichts, weil durch die Unterbrechung seiner Sicht raus ist. Okay, können ihn nicht mehr schießen. Also, er guckt nicht mehr aus dem, hat nicht mehr aus dem schmalen, Visier geguckt, sondern quasi so im Eck gesehen, dass da jemand um die Ecke kam. Deswegen hat er auch die Unterbrechung bekommen und kam dann aber raus aus dieser Sicht, weil in diesem Kanal hätte er ja nichts sehen können. Gut. Also wir haben jetzt noch 6, aber ich sehe, glaube ich, nur 5, ne? 1, 2, 3, 4. Ich sehe sogar noch 4. Oder sind das, doch, das sind 2, die hintereinander liegen. Aber ich sehe dann trotzdem nur 5. Ist einer rausgegangen. Aus dem Sichtfeld. Wahrscheinlich hier unten raus, ne? Oder näher dran? Ne, eigentlich kann es nicht sein. Bin bereit. Ah, die nehmen wir nicht. Ja. Grizzly darf. Darf sogar 2-mal. Bin bereit. Bin bereit. Bin bereit. Naja. Verwundet, kommt zuerst. Schlaf schön. Dann schlecht. Schade. Ja. Grizzly darf auch. Dann riecht wahrscheinlich, dass er da irgendjemand anderen trifft. Trifft aber ihn. Hier. So, Chris kann den gesunden. Super. Direkt ausnocken. Sind jetzt nur 3, obwohl da 4 sein müssten. Ja. Trevor und Mad Dog bekommen eine Unterbrechung. Ich nehme natürlich erst Trevor, erst Mad Dog. Schießen üben. Ich dachte, Trevor hat auch eine Unterbrechung. Ja. Geht nicht, weil er im anderen Team ist. Trifft nicht besser als Mad Dog. Ja. 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 Ah. Oh. Zufallstreffer wieder. Ja. Okay. All right, on. Dieses Mal. Yep. Können wir jetzt das mit Ira. Ah. Der stirbt. Okay. Das bedeutet, yep. Es ist nur noch einer. Wir müssen ihn suchen. Ist nicht da. Er ist nicht da. Wo ist er denn?
ist der Typ? Okay. Ja. Speichere mal und renn mal mit Dimitri okay. hier rüber. Da ist niemand zu sehen. Ach, da ist er doch. Das ist der Elite, der da auf dem Boden liegt. Ah, okay, verstehe. Ja. Jetzt versucht er zu fliehen. Versuchen wir es mal mit Dimitri. Der sein können. Ja. Okay. Yep. Nimm das. Was für feige Rattenherrschen. Ja. Okay. Also daran kann ich mich nicht mehr erinnern, an seine komischen Kommentare. Ja. Yep. Okay, gut. Dann kann Trevor die... Das Werkzeug wieder aufheben. Er freut sich gleich darüber. Ja. Dimitri stand bei dem Werkzeug. Das ist für mich. Und natürlich auch die Rucksäcke. Arni, hallo, einen guten Abend. Ja. Und du so spät noch wach? Oder bist du am ins Bett gehen? Okay, dann schauen wir mal, was es hier an Loot gab. Ob da was Interessantes dabei ist. Die Galil war schon vorher da, ne? Die war schon vorher da, der Feldanzug. Die Weste war auch schon vorher da. Eine Schutzbrille, die nehmen wir. Haben noch nicht alle eine. Er erhöht die Sichtweite um 1. Oder um 10%. Bei Helmlicht um 20%. Genau, bei Tag und Nebel wird es reduziert, aber da wechselt man dann eigentlich zu einem anderen Sichtgerät. Nur kurz da. Um 3 wieder auf den Beinen. Oh, je. Ach, Mensch, das wäre mir zu nachtig. Guck ich mal, was die jetzt konkret haben fallen lassen, weil Kevlar-Helme, Feldanzug, Vakuumgranaten, Kupferdraht, SG-Granate, Senfgasgranate also und die Magazine und 4 Minigranaten. Okay, Haufen Granaten haben sie fallen lassen. Ja, das stimmt, da lagen mehr Granaten rum. Ja, könnt ihr mal gucken. Und Granaten wieder auffüllen. Da haben wir auch so extra Granatentaschen bei manchen Söldnern. Vielleicht auch mal nutzen und mal gucken, wer jetzt noch nicht so überladen ist. Grizzly zum Beispiel. Dass die vielleicht noch eine Granate mehr nehmen. Eine Senfgasgranate, die hat leider so ein komisches Format. Ah, der kann aber dafür die alle nehmen. Mad Dog, die noch die Senfgasgranate.
schlaf trotzdem gut. Gehst du jetzt, Tyra? Weil ich hab's gar nicht gesehen, dass du jetzt Tschüss gesagt hast. Ach, dann schlaf trotzdem gut. Ja. Arnie soll dann gut schlafen. Wenn auch nur kurz, dann wenigstens richtig gut, hoffe ich. Ja? Wenn du nur kurz schlafen kannst, dann hoffe ich wenigstens richtig gut. So, okay, die können jetzt wieder hier reparieren. Maddock kann reparieren. Ach so, und ich sollte den Betrieb nutzen. Da geht das Reparieren noch leichter. Dimitri. Nee. Nichts drin. Doch, bei einigen war jetzt was drin. Wer ist denn noch krank? Aber Grizzly, genau. Grizzly ist noch Patient. Das heißt, Fox ist noch Doktor. Nein, wir operieren nicht. Und Ira ist auch noch Doktor. Und Amus kann mal wieder irgendwas trainieren. Kraft braucht er. Chris trainiert weiter an der Führungsqualität, um dann ja, besser Söldner ausbilden zu können und Leute anzusprechen. Ja. Arnie, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Danke dir fürs Spaß wünschen. Dann einen guten Arbeitstag dir morgen. Und schlaf gut. Kurz und gut. Okay, jetzt können wir wieder Zeit vergehen lassen. Bin bereit, weiterzumachen. Ich bin soweit. Okay, erledigt. Grizzly ist ganz geheilt. Das bedeutet, die können jetzt eigentlich weitergehen. Ja, machen wir auch. Was soll's? Müssen ja da nicht warten. Glaube ich jetzt auch keine wirklich wichtigen Sachen mehr zu reparieren. Und ja, gibt ja noch mehr. Verstanden. Sektoren freizuräumen. Hoch nach San Mona. Nice, wow. Genau. Dann machen wir nochmal Stopp, da wir an der Stelle mal richtig speichern. Weiter geht's. Bin am Drehort. Bereit für die nächste Szene. Also unser Hobby Filmproduzent Gumpy ist am Drehort. Ja. Und da besuchen wir nochmal. Ja, Mann, Sir. Ja, Mann, Sir. Gumpy gewinnt an Kraft durch Bewegung. Wicht ist erst bei 25%, also. Er hat schon 57%. Gumpy ist. Nee, Larry ist recht flott, wie man sieht. Sicherlich die hohe Beweglichkeit. Ja, wie gesagt, er ist kein schlechter Söldner eigentlich. Wir hatten jetzt ja die höhere Führungsqualität von den beiden. Ja.
Derry. Okay, Miguel. Geht es Ihnen gut? Ja. Ich muss Ihnen zollen Lob. 4 Städte sind unter unserer Kontrolle. Ich könnte mir vorstellen, dass Daedrana nicht mehr allzu gut schläft. 4 schon? Echt? Zählt Essen nicht mit? Ich glaube fest an uns. Sieg wird kommen. Bleibt noch mal gucken. Wir haben, naja, Omerta, Drassen, Chicena und Grum. San Mona zählt garantiert nicht. Der ist ja von Kingpin. Die Stadt und Estini, ich weiß nicht. Estini ist, ja, im Moment nicht gefährdet. Sagen wir es mal so. Okay. Falsche Ebene. Im Moment, das ist nicht die richtige Lösung. Okay, schade. Carlos? Was ich können für Sie tun? Freut mich mit mir reden. Ich sehe eine Hoffnung in Augen von den Leuten. Lange Zeit haben nicht gehabt Hoffnung. Aber mir selbst, ich werde nicht zulassen, dieses Gefühl bis Sieg nicht in unsere Hand. Sehr gut. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Ich auch. Ja. Schön, okay. Also viel Neues haben sie nicht zu sagen gehabt. Bei Carlos war ich mir auch nicht sicher, ob er das nicht schon mal gesagt hat. Aber... Verstanden. Ja. Es geht voran, würde ich sagen. Gut. Okay. Feinde wurden in Sektor G7 entdeckt. Ein weiterer Trip wird gleich ankommen. Ja, wir koordinieren das. Okay. Und dann geht's gleich in den Kampf. Speichere an dieser Stelle nochmal, falls es wieder so eine komische Situation ist, wo ich auf einmal mitten in der Mitte stehe. Und wieder ein Job erledigt. Ihr dürft jetzt noch Elite-Söldner aus denen machen. Showtime! Sobald sie sich blicken lassen, blas ich sie über den Haufen. Ich glaube, das ist die feindliche Hinterhalt. Nee, es ist nicht die gute Variante. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Sie stehen alle auf einem Punkt. Wie kann ich im Hinterhalt sein? Wie kann ich schon wieder im Hinterhalt sein, obwohl ich einen Sektor betrete? Das ist nicht... Es geht nicht! Und wieder ein Job erledigt. Ich würde schön langsam angehen. Der Feind könnte im Hinterhalt lauern. Ja, ja, der Feind ist im Hinterhalt. Okay, wir versuchen es mal. Wir schauen mal. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereiten. Was wir machen können... Der Trupp ist ja jetzt nochmal größer geworden und vielleicht können wir die Gegner, das waren ja jetzt glaube ich auch gar nicht so viele. Wie viele sind es? Es sind nur 8. Vielleicht sind sie nicht alle um mich herum. Okay, also machen wir gleich mal Shift B. Und dann... versuche ich die gleich schnellstmöglich aufzuräumen. Na gut, sage ich mal. Trevor muss erstmal ablegen. Ja, dann tu's. Macht er nicht. Trevor will nicht. Okay. Liegt wahrscheinlich zu viel rum. So. Und dann gibt's noch das andere Team. Hier. Stehen alle auf einem Fleck. Strange.
Nehmen wir erstmal einen, den Herrn Moose zum Rumgucken. So ein schlechter Schütze ist der nicht mit 80, aber... Ja, Shift B ist der Rucksack, richtig. Shift B und ist der Rucksack ablegen und Shift STRG und F ist wieder aufnehmen. Ist ja klar. Also Shift B macht schon noch Sinn mit Backpack. Dreh dich mal um. Macht er es nicht? Rotten Mann. Natürlich ist da jemand. Hier. Was ist denn jetzt unser Sichtwinkel? Wir sehen da. Hier. Wir sehen da, aber wir sehen noch nicht wirklich nach oben oder unten. Okay. Mad Dog. Du. Wenn du dich auch nicht drehen kannst. Doch, der kann sich drehen. Sehen nach oben, sehen nach unten. Sehen nicht nach unten, okay. Gehen wir nach unten. Gut. Anscheinend sind nur... Ist der in Reichweite? Ja, schon, aber... Klemmt! Zeit für einen Kamikaze-Einsatz. Naja, übertreib's nicht. Hier. War in Reichweite, aber schön verschossen. Den nochmal vor. Oh, Chris. Ja. Der ist leider noch gar nicht getroffen. Also. Sieht ihn immer noch nicht. Kann nicht sein. Ja, wenn sie liegen, ist besser als nix, würde ich sagen. Müssen erstmal aufstehen. Und damit AP verbrauchen. Ja. Trotzdem. Bin bereit. Gut ist anders. Fox. Willst du nicht wieder ein bisschen was regeln hier? Der ist noch zu gesund. Aber der liegt so ungünstig. Das ist gut. Fantastisch. Okay, Fox. Fox regelt wie immer. Ira. Ira kann besser auf den zielen. Sehr gut. Ja. Dann haben wir noch Dimitri zur Verfügung. Der muss erstmal seinen... Er soll es nicht weitergeben, ablegen. Seinen Rucksack ablegen, aber... Ja, versuchen es einfach mal. Ja. Dann haben alle gezogen. Bin bereit. Und dann sind wir jetzt mal gespannt, was passiert. Dampfgas. Ja. Ich muss... langsamer machen. Okay. Unterbrechung für Grizzly. Senfgas. Heieieiei. Weg da. Okay, geht nicht. Geht nicht, wir laden. Ja, das würde jetzt bedeuten, dass Chris tot ist. Weil der hat jetzt... Also,
Er liegt am Boden. Ja. Yep. Hier. Chris liegt am Boden. Na, ich könnte ihn vielleicht... Nee, er hat nicht genügend Actionpunkte, was zu trinken. Dadurch kann er seine Actionpunkte nicht auffüllen. Und Senfgas ist so übel. Ist so übel. Und man kann leider keinen Söldner ziehen oder irgendwas. Deswegen, das wäre jetzt sein Todesurteil. Aufgrund dieser Lage, die eigentlich nicht sein dürfte. Ist die Frage, wie kommen wir jetzt da raus? Kann man jetzt hier sagen, ah nee, macht das doch nicht. Und doch wieder oder so? Mal gucken, ob das jetzt immer noch ein Hinterhalt ist. Und wieder ein Job erledigt. Wir machen an der Stelle nochmal einen Speicherpunkt. Damit wir nicht immer wieder die Milizen starten müssen. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Okay, doch, es ist. Es ist jetzt passt es, jetzt stimmt es. Jetzt stimmt es. Ich kann sie gruppieren. Ah, alle da. Alle dorthin. Und jetzt kann ich das ganz beruhigt angehen, den Kampf. So wie es sein sollte. Nicht ein Hinterhalt bei bei Sektorbetritt. So. Ja, auf jeden Fall. So, habt ihr eigentlich... Ja, das legen alle ab. Okay. Ja, eigentlich dürfte das halt nicht passieren. Ja. Der Hinterhalt ist gedacht für eine Situation, wo man hier einen Sektor durchläuft und dann kommen in dem Moment von beispielsweise einer Kreuzung von einer anderen Richtung Gegner rein. Dann startet man in der Mitte, dann hat man einen Hinterhalt. Oder man durchläuft einen Sektor und da lauern Bloodcats. Dann startet ein Hinterhalt. Warum hier ein Hinterhalt startet, obwohl ich in den Sektor reinlaufe? Verstehe ich nicht. Dürfte nicht. Gut. Aber egal, jetzt ist er zum Glück vorbei. Und jetzt können wir richtig angreifen. Ja. Z war das, ne? Es ist Z, aber es... Bin bereit. Klappt nicht. Erb! Ja. 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 Bin bereit. Klappt ja nicht. Hier. Ja. So, und jetzt auch alle noch ja in die Knie. Nochmal speichern. Und dann schauen wir mal. Ja, die werden wahrscheinlich nicht am Haus sein, aber... Okay. Ich würde trotzdem mal sagen, ich gehe mal hier oben lang und dann hier so hinterm Haus. Irgendwie, dass ich so die Deckung hätte. Hi, Mr. Tiger. Geht's dir? Dich habe ich ja schon länger nicht mehr in Rise of Cultures gesehen. Du bist doch von Rise of Cultures, oder? Ich glaube, mich zu erinnern. Ira gewinnt. Okay. Machst du eine Rise of Cultures Pause, ja, oder wie war das?
Ich erinnere mich nicht gerade. Wir spielen ja immer noch fleißig. Der Arak, Arni, war vorhin auch da. Ah ja, okay. Das kann sein. Okay. Ja, wird auch immer anstrengender, Rise of Cultures. Das, was ich bei Forge of Empires alles klar. So doof finde, dass man glaube, so viele ich habe was Verdächtiges gehört. Tägliche Aufgaben hat, um die man sich jeden Tag kümmern musste. Kommt jetzt auch immer mehr dazu. Genau. Ein Event ins nächste. Das ist richtig. Ja, wahrscheinlich sind die alle hier, weil sie vorhin auch hier waren. Ja. Hier hätte ich so die Bäume zur Deckung. Okay. Genau, jetzt hat das Mali-Event gestartet bei Rise of Cultures. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. So, der hat noch nichts von seinem Glück bemerkt, dass wir ihn entdeckt haben. Was schade. Schade. Okay. Und dann auf offenem Feld. Ja, naja. Ja. Neue Zeitalter kam ja trotzdem raus. Ganz so ist es ja nicht. Also ich hatte dann auch Probleme voranzukommen, das ist richtig. Und hab dann meistens nicht in ein neues Zeitalter gestartet, in dem Moment, wo ein neues Event kam. Aber, ja, man kann sich halt auch nicht raushalten, ne? Irgendwann startet man dann ins neue Zeitalter und kommt dann schlechter voran, aber... Bin bereit? Es ging alles, aber... Klar, mit meiner Forschungspunktproduktion ist das nochmal eine andere... Oh nein. Eine andere Geschichte auch. Bin bereit? Bin halt schon recht weit auf, was die Gebäude betrifft. So. Ja. Ach, die sehen ihn alle nicht. Bin bereit? Ja. Nur Chris sieht ihn. Ja. Nehmen an, wegen des Regens. Da ist ja die Sichtweite auch eingeschränkt. Ja. Wir zielen. Und dann schauen wir mal. Was passiert? Ja. Tada! Wir bekommen eine Unterbrechung, so wie gewünscht. Schau mal, ob man mit dem Gewehr schießen kann. Munitionstyp ist der gleiche. Kostet weniger Aktionspunkte, theoretisch. Nur von Grizzly, okay. Bin bereit. Au. Die kann Fox nicht nutzen, die Unterbrechung. Doch. Ja. Mad Dog. Sch-
Schade. Ja. Dimitri. Schade. Noch nicht ein Zeit für mich. Ja, der ich hab ja alle Hände voll zu tun. Der durfte auch noch schießen. Gut. Ira hat's geregelt. Ja, die Frauen, die machen sich definitiv besser hier. Ira und Fox immer. Ah, ja, dazu kommt ja noch, dass du massig für die Gilde machen kannst. ETC, da hindert dich auch noch. Eigentlich ist das ja alles eine Sache, die parallel läuft. Er hat Geschicklichkeit verloren. Wie viel denn? Verliert Geschicklichkeitspunkt 1. Okay, nicht so schlimm. Also das in der Allianz Hauptstadt oder in der Allianzstadt läuft ja alles parallel. Also das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Das kann man ja... Dadurch verliert man ja selber keinen Fortschritt. Man muss nur... hat halt noch zusätzlichen Zeitaufwand. Das ist es ja. Schatzjagd, das stimmt. Da hast du recht. Ja, Schatzjagd ja auch noch. Ja. Ich hab's versucht. Ja. Oh, juhu, eine Mücke. Ich mach jetzt hier die Tür zu. Dann könnt ihr ja sehen, wo die Mücken um mich rum schwirren gleich und mich warnen. Achtung, von rechts! Achtung, von links! Oder so. Ja. Also das Licht vom Monitor hat schon gereicht, dass sie kamen. Ja, ist richtig. Ja, hast du recht. Bin bereit. Daran habe ich nicht gedacht, dass das ja auch noch ein Problem sein kann. Ja. Ah, sehr gut. Da hatte ich jetzt Angst, dass das... niemand den trifft. Oh, super. Gut, Hamus kommt auch mal vor. Bringt nichts, wenn er sich da in der Ecke versteckt. Bin bereit. Ja. Und Ira versucht den nochmal zu treffen. Schafft es auch. Ja, aber ich weiß nicht, ob du diesen Trick kennst. Also wenn du am Handy spielst, geht es zumindest. Am PC geht es, glaube ich, auch. Dass du auf Stopp drückst, also Pause drückst, wenn du siehst, okay, der Kampf geht in die Hose. Und dann die App schließt und neu öffnest, dann konntest du den Kampf nochmal von vorne starten. Und dann kann man auch die Befehlshaber nochmal neu setzen bei Rise of Cultures. Und dadurch entsteht eine ganz andere Lage. Also, wenn man die, es sei denn, man setzt den Befehlshaber genau wieder an die gleiche Stelle und hat das gleiche Problem wieder. Aber sonst ändert sich ja die Lage immer ein bisschen. Und dadurch musst du dann nicht immer neu produzieren in dem Moment. Ja, dann kannst du halt den Kampf nochmal neu starten. Da muss man halt Pause drücken und entweder den Browser neu starten, also die Webseite neu laden, oder Pause drücken und die App schließen und neu öffnen. Aber hilft dir ja jetzt auch wenig, der Tipp, wenn du jetzt aufgehört hast. Ja. Anderen wollen nicht kommen.
Sind noch 5 weitere. Nun, ich würde sagen, das war außergewöhnlich gut. Ira, du hast recht. Oh, shit. Yep. Da sind die Verbrecher. Sehr schön. Trevor, du musst aber treffen. Treffen, Trevor. Yep. Oh, nun ist er wieder weg. So ein Schlawiner. Ja, bin bereit. Hier. Ja. Bin bereit. So, und wer versorgt jetzt... Wer versorgt jetzt Grizzly? Niemand. Niemand, weil alle beschäftigt sind. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Dimitri und Trevor haben eine Unterbrechung. Trevor hört von Südosten. Von hier. Ne, Quatsch, hier. Ah, das ist okay. Sehr gut. Yep. Das hat ihn ausgenockt. Ja. Unterbrechung für wen? Der ist nicht da. Na toll, wo sitzt denn der? Hier, glaube ich. Ich weiß es nicht. Yep. Tja. Yep. Kriecht er weg? Bin bereit. Fox, wir brauchen dich. Bin bereit. Warum sehen die nix? Yep. Bin bereit. Blutet voran. Yep. Warum sind nix? Das ist ja eine doofe Tarnung. Der ist unsichtbar. Tyrawal, vielen Dank. Oh, fucking hell. Okay, ich weiß jetzt zumindest, wo er ist. Hier. Ah, so. Jetzt muss der da aber... Okay, es wird nicht besser. Yep. Tyrawal, das heißt wohl, du gehst ins Bett... Von daher wünsche ich dir eine gute Nacht, schlaf gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und Schreiben. Rimworld-like, die Trefferwahrscheinlichkeit. Ja. Ja. Passiert. Ja, es hängt von vielen Faktoren ab. Also, Chris hat eine sehr gute Ausgangslage. Der hat nämlich ein Scharfschützengewehr mit Lasermodul, mit Zielfernrohr. Und wenn er liegt, dann kann er dieses Zweibein optimal nutzen und dann ist super. Dann trifft er auch meistens sehr gut. Ja, Tyrawal, vielen Dank. Schlaf gut.
Viel Spaß beim Weitergucken. Und ich nehme an, am Wochenende komme ich nochmal dazu zum Spielen. So, ich hoffe, der ist jetzt aber so schwer verletzt durch den Treffer von Chris. Auch wenn ich ihn schon wieder nicht mehr sehe, dass er nicht aufsteht und Trevor auch noch eine mitgibt. Also, Mad Dog reicht ja wohl. Hier. Okay, sieht gut aus. Yep. Oh, fucking hell. Sieht gut aus, jetzt machen wir das so. Nach vorne wagen und ihn mit dem Taschenmesser töten, ist, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Oh, right on. So. Yahoo! Okay. Yeah. Mad Dog. Bin bereit? Da ist der Erste-Hilfe-Kasten. Dachte schon, wo ist der Erste-Hilfe-Kasten? Okay, dann wird er verarztet und wenn wir eh schon dabei sind, macht Ira das bei Grizzly. Das ging aber schnell. Ich würde ihn jetzt aber trotzdem aus dem Kampf nehmen. Bin bereit. Aber Fox. Ja. Kommt wieder zurück. Hier. So, da ist niemand. Die Sichtweite ist ziemlich eingeschränkt wegen des Regens. Oh ja. Hier. Ja. Hier. Das sind immer noch 4 Gegner. So. Ich müsste mal bei meiner Tochter gucken gehen. Von daher speichere ich an der Stelle mal kurz. Da hat sich gerade was getan. Von daher bis gleich. Oder gehst du gucken, Alex? Hat gerade sich gerade bewegt. Okay, also immer noch 4 Gegner, aber wir wissen nicht wo. Ja. Und sie kommen nicht raus. Hier. Ja. Von daher, also für Grizzly ist es kein großes Problem, der Treffer da. Klar, wegen dem Geschicklichkeitsabzug schon ein bisschen. Ja. Aber die sind alle noch okay. Mad Dog hingegen hat schon einen ganz schön großen Treffer abbekommen. Was ist das? Daher soll der mal ein Päuschen machen. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Hier einfach ganz leise weiter. Bin bereit. Yep. Ja. Ja. Yep. Der hat mich noch nicht bemerkt.
Ja. Yep. Hat anscheinend auch in dem starken Regen noch nicht gehört, dass hier Schüsse gefallen sind. Ja. Bin bereit. Ach, warum denn gerade am Bein? Immer geben wir ihnen natürlich immer Deckung, ne? Wenn sie sich ins Gras legen. Er sieht nicht gut. Er sieht gar nicht. Bin bereit. Ja. Hier. Ja. Bin bereit. Bin bereit. So. Aufgestanden, kratze ich erstmal am Arm. Keine gute Idee für ihn. Ja. Hier. Würde ich mal sagen. Operation gelungen. Patient tot. Okay. Yep. Yep. Ja. Mit denen jetzt zwar geschafft, aber... Ja. Wir haben noch nicht alle absolviert. Lass mir also keiner unversichtlich. Ja. Genau. Geht genauso weiter. Ja. Ja. Die anderen wollen nicht. Okay. Ja, und ich hab... Das ist... Hamus am Kopf getroffen. Okay, es ist dann noch 8 Weisheit. Und 2 Gesundheit. Okay, ich muss neu laden. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Es muss ewig her sein. Ne, zum Glück nicht. Gute Nacht. Was denn, Samson? Ich muss sie morgen zur Kita bringen. Darum ging's. Ja. Oh, zum Glück habe ich gespeichert. Direkt davor. So. Nehmen wir mal... Also... Eigentlich ist ja Hamus sogar Schleichexperte, aber er hat nicht geschleicht. Ja. Er ist nicht geschlichen. Ja. Ja. Daran kann es natürlich liegen. Hamus war der Einzige, der nicht auf Schleichen gestellt ist. Ja. Ja. Okay, wir versuchen es nochmal. Nee, aber soweit ich mich erinnere, ist er, glaube ich, sogar Experte für Schleichen. Also wie Chris, der ist auch Schleicher und
muss auch. Ach so, stimmt. Bin ich ja klein, habe ich gespeichert. Na, zum Glück. Verstanden. Jetzt ist er gar nicht da, wo er vorhin war. Alles klar. Was ist das? Okay. Verstanden. Vielleicht greifen die. Alles klar. Alles klar. Den armen Mad Dog an. Alles klar. Verstanden. Ja. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ja. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Der hat nochmal über die Sache nachgedacht. Ja. Und sich dann dazu entschieden, erstmal ein Schläfchen zu machen. Bin bereit? Na, versuch's mal. Sehr gut. Ja. Ja. Einer ist noch. Yep. Ein weiterer. Yep. Yep. Bin bereit. Er sieht ihn. Ja. Verdammte Scheiße. Sehr schön, Dimitri. Hier. Okay. Bin bereit. Bin bereit. So, Dimitri sieht ihn jetzt. Keine Kugeln. Bin bereit. Drehen zum Patienten. Bin bereit. Na. Ja. Yep.
hat er gerufen. Schade, sieht man nicht im Log. Yep. Ja. Ja. Hier. Ja. Bin bereit. Oh. Ja. Bereit? Yep. Okay. Was ist das? Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Klar, der Verletzte wieder. Super. Hier. Lass uns einfach umballern, bis diese feigen Ärsche aus ihren Verstecken gekrochen kommen. Ja. Wow, so kann man das machen? Mit Doc? Alles klar. So, da dass Chris und Hamus gute Schleicher sind und eine hohe Beweglichkeit haben, sind die jetzt schon so weit vorne, während Grizzly und Ira noch ganz hinten sind. Aber sie sind noch hier. Alles klar. Ich schätze, hier oben wird er irgendwo sein. Alles klar. Der letzte. Ich vergesse. Ich soll wieder vergessen. Wenn Ira nicht umkippt. Mit ihren wenigen Aktionspunkten, die gleich aufgebraucht sind. Wollen wir mal eine Pause machen? Ja. Bei Mad Dog? Ja. Alright. Verstanden. Ja, das ist ein Spiel für Erwachsene. Der Rimworld-Vergleich ist gar nicht so schlecht, finde ich. Ja. Ja. Also klein wie die Männchen sind und geschossen wird ja da bei Rimworld auch. Von daher. Okay. Ich glaube, es ist fast gleichwertig. Gleichwertig schlimm für Kinder. Alles klar. Ja, wobei. Doch, bei Rimworld gibt es auch Blut. Aber man kann da niemanden den Kopf abtrennen. Zumindest okay. Das. Hier gibt es ein paar und da ist er. Da ist er. Mach mal kurz einen Prozess, würde ich sagen. Yes. Wir haben alle von Daydrunners Männern in diesem Sektor eliminiert. Ja. So. Doch. Ja. Kann man das bei Rimworld? Ja. Bevor jetzt hier alle wegrennen, Trevor brauche ich nochmal. Ja. Denke ich zumindest. Ich glaube, das hier ist verschlossen. Ja. Chris geht da rein. Ach, das ist auch verschlossen? Ja. Schon wieder so spät. Schon wieder abends. 17 Uhr. Wir machen aber früh die Schotten dicht hier. Right on. Handgranate. Ja. Einmal nachladen. Yep. Alright. Alright on. Erstmal den Türöffner. Verstanden.
stimmt. Man kann Organe handeln und sowas. Ja. Waffen machen mich nervös. Hilft dir das, wenn ich die wegstecke? Mich eine Gasmaske in die Hand. Aruko wird noch bessere Tage sehen. Genau so ist es. Die Herren sollte man besser nicht unterschätzen. Ja, ja. Dieses Land ist dem Bach runtergegangen, seitdem Enrico Schibaldore ermordet wurde. Ist er gar nicht. Waffen machen mich immer noch nervös. Nichts. Hilft nicht. Gut, dann kann ich sie auch in der Hand behalten. Nichts. Dem Schrank liegt Munition. Nichts. Sie müssen zu Ende führen, was Sie angefangen haben. Genau dafür bin ich da. Hey. Eine Sanitasche und Compound 18. Hier ist es. Ja, das müsste ich mal verteilen. Aber bin ich mir immer noch unsicher, ob ich das auf welche Rüstung ich das kleben sollte. Das verbessert dann nämlich nochmal den... den Wert der Rüstung. Erhöht den nochmals. So, dann gehen wir wieder in die Übersicht und weisen den richtigen Leuten diese Rucksäcke zu und die Sanitasche. Können wir, glaube ich, auffüllen. Und das hier bei allen Ärzten verteilen. Ist noch ein bisschen was drin. 23%. Macht nichts. Ach doch, macht schon was. Bis noch tragen. Ungezogene. Hi. Du bist doch überall. Man muss im Auge haben, dass die Spectra-Rüstung recht heftige Abzüge auf AP hat. Und Compound 18 wird das nicht besser. Die Dynebt. Rüstung ist da ausgewogener. Ich weiß gar nicht, ob ich schon jemanden habe mit einer Spectra. Ja, das ist doch eine Spectra. Spectra Shield West. Hat die andere Abzüge als eine andere Weste? Also ich hatte letztens mal so grob geguckt, was die Abzüge sind. Minus 5. Ah, ja, überhaupt nichts. Minus 5. Ja, das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Dafür 31, 85, 10. Hat sie da, glaube ich, ziemlich gute Werte, ne? Das ist hier 25, 85, 25. Das ist ein Spectra Shield Helm. Der hat keinen Abzug auf AP. Das ist ein... Dynamea. Was auch immer. Dynema. Aber das ist halt Herr Helm. 27, 70, 15.
Und der hat 27, 75, 15. Kaum Unterschied. Aber, ja, der hat halt keine Abzüge. Von daher. Okay. Aber da hast du recht mit der Spectra-Vesta. Das ist mir so. Ist auch gleich. So noch gar nicht aufgefallen, dass das so heftig ist. 5 AP Abzug. Gut, Trevor hat ganz gute AP, glaube ich. Und dann ist es nicht so wild, aber trotzdem. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mal gucken, wer hat denn noch eine Spectra-Vesta? Hamus. Der hat minus 3 und wenn man da Compound drauf schmiert, sind das minus 5. Ah, muss ich echt mal gucken. Aber die Twaron-Vesta hat auch minus 3. Die Akku nur minus 1. Da nix. Kevlar auch nix. Minus 1. Guardian minus 3. Ja, standardmäßig haben die minus 3. Und dann mit Compound 18 minus 5. Ja, danke auf jeden Fall für den Hinweis. Ja, muss ich mal schauen. Hohlspitz. Das ist halt so eine Sache. Brauche ich die überhaupt mitnehmen? Hohlspitzmunition. Ich glaube, eigentlich ist jetzt niemand mehr ohne setz ihm noch ein Funkgerät auf. Eigentlich ist niemand mehr ohne Rüstung von den Gegnern, von daher. Ich mag's, Ungezogene. Mit diesen ganzen verschiedenen Waffentypen und ganz schön verschiedenen Zeug, was man da so machen kann. Aber ja, klar, es wird auf jeden Fall knifflig. Es wird auf jeden Fall knifflig. Okay. So. Nun? Bleibe ich hier? Ja. Flick mir die Leute hier drin wieder zusammen. Hier drin in dem Sektor. Hier gibt es kein Dach, auf das ich raufgehen könnte. Ich könnte hier reingehen, okay. Da wäre ich ziemlich... gut gesichert. Wenn Gegner kommt, dann auf jeden Fall von hier. Mach mal da drin das Schläfchen, würde ich sagen. Alles klar. Genau, Chris hat die jetzt bekommen. So, wir haben einige Verletzte. Chris, Grizzly. Und am heftigsten Mad Dog. Trevor kann wieder Gegenstände reparieren. Dimitri kann das ebenso tun.
Fox und Ira sind natürlich unsere Dogs. Und Tamus macht, was er so macht. Und zwar trainiert er Kraft. Okay. So, dann sind wir hier. Ein neuer Tag war, glaube ich, schon, oder? Schon geguckt in diesem Tag? Ich glaube ja. Daher weiter geht's. Wobei, sollte die vielleicht alle noch ins Bett schicken. Die anderen können auch schlafen. Es sind Armleuchter, Feinde in der Gegend, Sir. Armleuchter. So. Zeit. Kurz vor 12. Im 8 Gegner für schlechte Söldner. Mit schlechten Waffen. Ich hoffe, es sind nur rote. Also in dem Sektor sind meistens Gegner. Ich habe hier Armleuchterpräsenz festgestellt, Sir. Nein. Wer macht da so einen Krach? Oh Mist, das ist mir alles zu real, Mann. Ich sehe was. Der Typ ist so geil. Ja. Ich krieg gar keine Pause. Ja, blöd gelaufen. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Nachdem der Sektor fertig war. Hier hatte ich das schon aufgemacht. Genau. Chris war gerade am Reingehen. Ansonsten habe ich viel gequatscht. Nichts. Nichts. Tiger, eine gute Entscheidung. Ich glaube, ich schließe mich an. Bevor das dann nochmal passiert. Nichts. Und dann können wir das beim nächsten Mal. Hey. Wobei. Ja, stimmt, ich habe noch nicht aufgesammelt, aber. Ja. Das muss ich nochmal machen. Aufsammeln. Öhrchen geben. Ja, danke. Danke fürs Spaß wünschen. Aber ich werde mich auch gleich anschließen. Also ich werde auch gleich ins Bett. Danke euch fürs Zuschauen und für die Kommentare und dann schlaf gut, ne? Schlaf gut und bis bald. Ich bin bestimmt am Wochenende wieder da. Genau, so ist zumindest aktuell der Plan.
Genau, muss ja vorangehen. Ich möchte auch irgendwann Jagged Alliance 3 anfangen. Da wird es dann nicht mehr so wissenschaftlich sein. Nicht mehr so viele Details hier in jedem kleinen bisschen. Was ist das eigentlich für ein Magazin? Das muss ich nochmal lesen, glaube ich. Diese PB, panzerbrechende. Ach so, habe ich glaube ich schon mal gelesen. Von Wolf Made in Russia, durchschlagen dank ihrer Metallmantelung. Nicht nur Wände und Schutzwesten, sondern auch mehrere menschliche Körper hintereinander. Die Frage ist, in welche Waffe kann ich die reinmachen? So eine Waffe habe ich nämlich nicht. 762 mal 54 R. Keine Ahnung, in welche Waffe die reinkommt. Ja. Ich habe sie nicht. So, okay. Dann nochmal alle in die Scheune. Nochmal die Aufgaben zuweisen. Und mit Larry und Gumpy, die in den Hinterhalt gekommen sind, dieses Mal den Sektor einzeln betreten. Weil dieses Mal war der Hinterhalt in Ordnung. Da bin ich ja nicht in den Sektor rein, sondern durchgelaufen. Von daher ist es da schon okay, wenn man in den Hinterhalt kommt. So, Patient. Reparateur. Patient. Doktor. Nein. Doktor. Nein. Reparateur, Patient, nein, und Training der Kraft. Genau, denn ihr Auftrag ist ja direkt bis hierhin zu gehen. Korrigieren wir mal jetzt, wir gehen nur in den Sektor. Speichern an der Stelle, wo alles soweit fertig ist. Es sind Armleuchter, Feinde in der Gegend. Sir. Kommen jetzt da rein und haben Hinterhalt. Ich habe hier Armleuchterpräsenz festgestellt, Sir. So, Teammitglieder wurden gefangen genommen. Kann man machen, man kann sich gefangen nehmen lassen. Und jetzt sind sie weg. Und dreimal dürft ihr raten, wo man sie wiederfindet, wenn man gefangene Söldner hat. Das ist die Aufgabe fürs nächste Mal. Wer das Video on Demand geschaut hat. Samsam, falls du noch da bist, wahrscheinlich bist du noch da, verrat's mal nicht im Chat. Aber beim nächsten Mal einfach sagen, wo die hingehen. In welchen Sektor vielleicht die wandern könnten. Ich habe da eine Idee. Ich gebe einen Tipp, es ist wahrscheinlich nicht Chicena. Okay. Nee. Mach das nochmal. Wir probieren das nicht aus. Eigentlich wäre es geil, das auszuprobieren mit einem schlechten Söldner? Eigentlich wäre das ganz cool, das mal auszuprobieren. Ja, Sir. So, mal nochmal. Nochmal hin. Es sind noch feindliche Verbände zugegen. Dann wird es immer ein Hinterhalt, ich verstehe es nicht. Vor allem kann ich hier auch nichts machen.
Ich habe dann am schnellsten ist sich zu ergeben. Ich habe eine Armleuchterpräsenz festgestellt, Sir. Es sind Armleuchter. Feindbegegnung. Okay, jetzt darf ich selber auswählen, wo ich hinkomme. Ja. Darf mich ducken. Speichern. Und dann kann es auch spannend werden. Wobei ich unsicher bin, ob das eine gute Idee mit ist mit den beiden. Aber ich speichere an der Stelle nochmal den großen Slot. Weil sonst habe ich immer wieder das Problem, komme ich jetzt in den Hinterhalt? Komme ich in den Hinterhalt? Obwohl ich es nicht sollte. Weil ich ja nicht mehr durchgereist bin. So, jetzt bin ich da. Und kann den Sektor dann beim nächsten Mal kämpfen. Genau. Gut. Ich schaue noch mal, wie die Söldner sich inzwischen so gemacht haben. Was die Stärke der oder die Steigerung der, der Werte so betrifft. Plus 15 Treffsicherheit bei Chris. Das ist auch ganz schön krass bei Ira. Bei Ira plus 17. Durch ihre hohe Weisheit, aber Chris hat ja auch hohe Weisheit. Aber es ist natürlich einfacher von einem niedrigen Wert höher zu kommen als von einem hohen Wert noch höher. Ach, Trevor hat schon einiges an Treffsicherheit gewonnen. Das ist halt das, wo sie am schnellsten steigen, weil sie einfach das ständig machen, schießen. An, das ist hier viel durchs Training. Bei Grizzly, bei ihm ist es sehr unterschiedlich. Sehr, sehr viele Sachen hat er schon dazu gewonnen. Bei ihr ist viel Führungsqualität. Das kann natürlich durch das Training der Miliz gehen, zustande kommen. Und dadurch, dass sie Ausbilderin ist, kann sie das halt auch sehr gut. Sie hat plus 46 Führungsqualität. Wahnsinn. Plus 46. Also Ira ist am besten, am Ende die Beste. Ja, er hat auch schon ganz schön zugelegt, was die Führungsqualität angeht. Klar, er ist auch ein Miliztrainer, Ausbilder, so wie Flo ist auch Ausbilderin. Dafür habe ich sie engagiert. Und sie ist auch Ausbilderin, die gute Alex. Hat aber noch nicht so viel zugelegt. Er hat auch gut an Sprengstoffen zugelegt. Das kann aber eigentlich auch nur durchs Training sein. Er hat natürlich an Technik, weil er viel repariert. Technik. Er kaum. Er auch, aber
Gut, er war schon bei 99, hat jetzt 100 Technik. Seht ja auch nicht mehr viel dann. Middog hat noch nichts dazu gewonnen. Gumpy ein Kraft, Larry noch nichts. Und Amus, immerhin viel Gesundheit. Durch das viele Umherlaufen. Ja. Ja, schön. Er hat keine Schwächen. Ist ein umgänglicher Charakter. Mechaniker, Sanitäter und Schleicher. Echt Sanitäter? Ja klar, der hat auch irgendwo Medizinwetter. Mhm. Hat er auch. Er ist Springmeister. Ingenieur ist auch ein Mechaniker, nur der bessere. Genau, steht auch, wenn man nochmal rüberhabert. 50% schnellere Reparaturen. Schlösser knacken. Anbringen von Gegenständen. Trefferchance des Roboters. Später. Wenn es einen Roboter gibt. Dann sollte den entweder Trevor oder Mad Dog steuern. Janika haben 25% schnelle Reparaturen. Gut. Okay. Mein Hals kratzt mal wieder. Ich hoffe, das ist kein Anzeichen von beginnender Erkältung. Aber meine Frau ist krank. Also wer weiß. Vielleicht ist es das doch. Gut. Ich habe Frosch im Hals. Ja, vielleicht ist es das doch. Hab gespeichert. Ich suche ein Raid-Ziel. Schauen wir mal. Ja, Samson ist noch da. Wenn du beim nächsten Mal dabei bist, denk an das, an den Ort, wo die Gefangenen hinkommen. Schwierig. Nur ich spiele Jagged Alliance. Jagged Alliance 3 sind immer noch fast 3000, die da zuschauen. Und einige Streamer. Aber wie gesagt, lieber nicht spoilen. Naja. Dann raiden wir heute einfach mal ganz gemütlich zu Who is Felice? Würde ich sagen. Schon eine Weile hier. Ups, keine Werbung jetzt hier. Ist schon eine Weile her, dass ich dazu geschaut habe. Das war in der Zeit, wo ich noch an einem anderen Rechner gearbeitet habe. Da habe ich dann immer Streams angemacht und Musik gehört. Und
Da sind einige Musikstreamer und Streamerinnen dazugekommen, wo ich dann gerne zugehört habe. Und da würde ich euch jetzt zu einer raiden, die damals auch am Tage gestreamt hat. Das ist die Felice. Und mein Dashboard gucken. Genau, Soon ist ja immer nur abends live. Von daher war das keine Option, leider. Für den Tag, während ich arbeite, zum Zuhören. Aber die gehörte dazu. Die Felice. Von daher, die hat jetzt gerade 7 Zuschauer. Von daher freut sie sich vielleicht über noch 1, 2 weitere. Je nachdem, wie viel jetzt hier noch von euch da sind und wie viel tatsächlich noch nicht schlafen. Aber ist auf jeden Fall Samson, glaube ich. Gut. Von daher. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder ganz oft gesagt, von daher. Rate ich jetzt zu ihr. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Bits, für... Ja, waren tatsächlich sehr viele Kommentare. War heute wieder eine rege Beteiligung. Danke euch. Das macht natürlich immer ein bisschen mehr Spaß, als wenn man alleine ist. Aber habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Top Sache. Danke und bis bald.